zu tun. In Deutschland ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur, gleich ob jetzt Festnetz oder Mobilfunk, zu 90% eigenwirtschaftlich Erfolg. In den urbanen Gebieten sogar zu 100%. Wir haben allerdings im ländlichen Raum keine Möglichkeit für die Unternehmen, wirklich den letzten Bauernhof entsprechend anzuschließen, weil für 100 oder für 1000 Haushalte gibt man nicht Millionen aus, das kann man nie wieder finanzieren. Und deswegen sagen wir als Politik, da müssen wir von Staatsseite eingreifen mit Förderprogrammen oder mit entsprechender Anreizregulierung. Das ist unsere Aufgabe als Staat, die letzten 10% für einen Ausgleich zu sorgen.